Mimi, 25, Beruf Kommunikationsgestalterin. Kommunikationsgestaltung ist alles, wo ein Unternehmen oder auch eine Person mit dir kommuniziert über Visuelles. An der Kommunikationsgestaltung begeistert mich, dass es uns eigentlich überall begleitet, im Alltag, ab dem ersten Zeitpunkt vom Aufstehen bis zum abends ins Bett gehen. Das ist immer um uns herum und es ist meistens auch unterbewusst und teilweise auch eben nonverbal. Also das ist echt das Spannende, dass halt Normalsterbliche das gar nicht mitbekommen. Aber das ist ja echt schon die Verpackung der Zahnpasta. Ich glaube, man kann Kommunikationsgestaltung immer ganz gut beschreiben, indem dass man sich so einen Fächer vorstellt. Weil das ist so breit gefächert. Also jede Strebe ist eigentlich ein anderes Teilgebiet. Das sind echt so Sachen wie Ausstellungsgestaltung, Orientierungssysteme und Leitsysteme, Schriftgestaltung ist nochmal ein ganz eigener Bereich, Corporate Design, Book Design und Editorial, also Print eher, aber dann auch die digitale Richtung mit Web Design, Application Design, also sind so viele Bereiche. So ein Produktprozess geht eigentlich los mit Gedanken machen, recherchieren, sich ins Thema reinfuchsen, bis hin zu Skizzen machen, Logoentwürfe skizzieren, Webdesign, drucken, in die Druckerei fahren, zur Druckabnahme, fotografieren, also sowohl während des Prozesses bis hin dann aber auch die Fotografie am Ende des ganzen Prozesses, dass du halt für dich deine Repro-Fotos machst, damit man das auf sein Referenzportfolio packen kann oder auch anderen Leuten zuschicken kann oder eben auch am besten Falle bei Ausschreibungen mitmacht und dann vielleicht sogar noch was gewinnt. Der Arbeitsbereich ist eigentlich ganz vielseitig. Du kannst direkt nach deiner Ausbildung oder deinem Studium in Agenturen arbeiten. Das mache ich sehr gern. Also ich bin eher so der Mensch, der sich in einer Agentur zu Hause fühlt. Aber du kannst auch in In-House-Designabteilungen arbeiten, also bei Firmen. Und bei Agenturen ist eben meiner Meinung nach der Vorteil, dass du vielfältigere Projekte hast. Du hast verschiedene Kunden, verschiedene Briefings und dann bearbeitest du die alle. Also es ist vielseitiger und nicht ganz so langweilig. Du brauchst eigentlich nur den Laptop und die notwendigen Softwares drauf und dann bist du schon eigentlich ziemlich ready to go. Mir hilft es aber trotzdem nochmal einfach ein Blatt Papier, ein richtig schönes Skizzenbuch mit super dickem, schönen Papier und einen Stift dabei zu haben, weil es meistens einfach schneller geht. Also man kann viel schneller das verbildlichen, was im Kopf ist, auch wenn es nur Kritzelkratzel ist und nur du verstehst es, aber dann hast du Zeit, das auf dem Laptop schön und sauber zu machen. Ein großes, weißes, leeres Blatt ist für mich ein Traum. Ist überhaupt nicht überfordernd, ist gar kein Chaos, ist richtig, richtig nice. Du hast quasi einen Startpunkt, du kannst einfach loslegen und all deine Ideen freien Lauf lassen, alles rauslassen, alles hinkleben, hinzeichnen, draufklatschen. Ein großes, weißes, leeres Blatt ist ein Traum. Inspiration zieht man eigentlich aus allem heraus. Also ist klar, auch im Alltag einfach ein klassischer Spaziergang durch die Nachbarschaften, sind super schöne Farbpaletten, die da irgendwie auftauchen, weil jemand sein Haus neu gestrichen hat und das super aussieht neben dem Nachbarshaus. Es muss aber nicht immer auch Kommunikationsgestaltung sein, die dich inspiriert, sondern es können ganz andere Bereiche sein. Also einfach, wenn interessante Formen aufeinandertreffen, wenn ein Schattenspiel entsteht, wenn Farbpaletten entstehen und so weiter und so fort. Kunst und Design sind zwei verschiedene Paar Stiefel, weil es gibt ja diesen witzigen Spruch, ist das Kunst oder kann das weg? Und bei Design ist es meistens so, dass es nicht weg kann. Also Design hat einen Zweck, einen Sinn, eine Aufgabe. Es ist schon so, dass wenn was überfüllt ist, ist es auch schlechte Kommunikationsgestaltung, weil du keine Hierarchie mehr drin hast. Es geht schon darum, so, was möchte ich denn, dass zuerst gesehen wird? Was möchte ich denn, dass zuerst gelesen wird? Was ist wichtig? Prio. Also der kostbarste Moment bei einem Projekt ist eigentlich, wenn was aus der Druckerei kommt. Also wenn du was gemacht hast und du hattest das die ganze Zeit nur auf dem Bildschirm und du machst ganz viele Dummies und klar macht man das auch zu Hause, lässt man es mal aus dem Drucker raus und guckt, ob die Proportionen passen, ob das an sich stimmig aussieht. Aber am schönsten ist es echt, wenn dann was aus der Produktion, also aus,
aus der Druckerei kommt, einfach dann das Baby in den Händen zu halten.